passend vorbohren. Danach den passenden Einsatz mit der Zange verschrauben. Jetzt kann ich den Blindnit einstecken. Blindnit-Zange aufsetzen und pumpen, bis der Stift abreißt und ich habe das Material vernietet. Ich kann es auch umgekehrt machen, ich kann den Niet auch in die Zange einstecken, danach in das Rohrloch einstecken und wie gesagt, der Stift wird abgerissen. Ich habe das Material vernietet von innen. Niet von außen.